entweder zum Bauer oder nachher mit 15, 16 Jahren schon auf den Bau gegangen, dass ich mir ein paar Schilling verdient habe. Ja, es war so, dass eigentlich die Schalber-Generation vor mir, also vom Vater, die Brüder, sind zwar studieren gewesen, eine Schwester ist studieren gewesen, also man hat von denen aus immer wahrscheinlich hat man einen gewissen Grips vorausgesetzt, dass man das gehabt hat. Ich habe ein Stipendium gekriegt, ich musste natürlich meine Leistung bringen, weil ich ein Bauernbub gewesen bin. Nach dem ersten Jahr, wie ich in Innsbruck war, mit 14 Jahren, der Fuß gebrochen. Bin drei Wochen nachher in der Klinik gelegen und habe mich einmal der Bruder besuchen können in drei Wochen, weil der daheim auch seine Bauerschaft studieren musste. Und es war so, dass ich eigentlich ums Ganze, wenn ich alles, was ich braucht habe, auf die ganzen Ämter, bin ich von 14 Jahren weg von mir auf allein gestellt gewesen. Heinz sind als Kinder mit 14 Jahren, die sind bis zur Matura oft unselbstständig. Und man hat das angenommen, und man hat dort aber auch nachher die Gemeinschaft gelernt, im Heim mit den anderen Schülern zusammen, die auch von auswärts gewesen sind. Und hat einfach mit einfachen Dingen gelernt. Wir haben dort noch Socken gestopft, weil wir natürlich keine neuen auch kaufen können. Wir haben Nylonhemmeter gegeben, wo man hat waschen können als Bub, schon mit 14 Jahren. Das ist eigentlich auch schmutzig gewesen, aber so ist es halt gewesen. Und man hat wirklich, ja, eigentlich in die arme Verhältnisse. Wir haben alle zu essen gehabt und haben eigentlich alle genügend mit so weit gehabt. Aber ich bin von 14 Jahren weg, jeden Sommer schon entweder zum Bauer oder nachher mit 15, 16 Jahren schon auf den Bau gegangen, dass ich mir ein paar Schilling verdient habe. Und so war das immer ein Zubuss, dass die Mutter das auch überhaupt vermeiden hat, dass ich und können studieren gehen. Aber für mich war das ganz selbstverständlich. Da hat es keinen Urlaub gegeben. Es hat keine Ferien gegeben in dem Sinn. Aber wenn man in der Skischule war, hat man ja den Nebzucher schon nach dem Skifahren gehen können, vor dem Kurs und nach dem Kurs. Dann ist man natürlich nachher auch ein bisschen ausgehen können. Und man hat natürlich ein paar Weiberlein kennengelernt und so weiter. Das ist auch gewesen. Nein, es war alles zu seiner Zeit richtig, wie es gewesen ist. Man kann von klein auf, egal was man tut, ein zufriedener Mensch sein, wenn man eine glückliche Kindheit schon eigentlich ein bisschen mitkriegt, auch wenn man viel schon arbeitet und getan hat oder die hat müssen. Aber es hat kaum geschadet, so würde ich sagen. Also das Arbeiten schadet kaum.